Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von eSports Live. Und da fliegt mir schon der Sabber aus dem Mund. Ich habe gerade mein Spiel geladen, ja? Und auf einmal stehe ich hier vor meiner Mutter. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, wir fahren mal. Ich wollte nur sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Du hilfst im Haus wirklich gut mit. Danke, Mama. Ich mache meine Arbeiten gern. Ja, ich arbeite hart, aber du zahlst mir ziemlich wenig, nicht wahr? Ich sag natürlich, ich mache meine Arbeiten sehr gerne, Mutter. Und du machst es sehr gut. Wenn du so weitermachst, kannst du mich jederzeit nach Geld fragen. Okay, deshalb erledige ich so viele Arbeiten. Toll, sehr guter Dialog. Nur wegen des Geldes? Nein, natürlich auch, um dir zu helfen, Mutter. Ich dachte, du machst es nur des Geldes wegen. Nein, ich bin doch dein Sohn. Dein Fleisch und Blut. Ich mach doch sowas nicht für Geld. Kein Problem, Mama. Küsse. Schreiben die sich so bei WhatsApp, ja? Habt ihr eure Eltern bei WhatsApp? Mal ehrlich, wer hat seine Eltern bei WhatsApp? Das würde ich gerne... Ich kenne Leute, die haben ihre Eltern bei WhatsApp. Und das ist auch im hohen Alter noch wirklich ein sehr, sehr nerviger Zustand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Und dann kann ich mir in jungen Jahren vorstellen, dass es noch nerviger ist, oft. Ich weiß, Eltern nerven oft. Aber ich bin selber Eltern und glaubt mir, eure Eltern haben euch lieb. Ja? Nicht alle... Es gibt manche Eltern, die sind böse und gemein und fies. Kann ich schon in die Highschool eigentlich gehen? Es ist 17 Uhr. War ich hier heute schon in der Highschool? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal in die E-Sports Bar. Ich muss ein bisschen Stress abbauen. Ansonsten, ihr wisst, wie das ist, ne? Wenn man so gestresst ist. Dann geht man lieber mal in die E-Sports-Bar und flirtet mit ein paar Girls. Das ist hier, die hat einen kurzen Haarschirm. McKinley, Bruce. Aber ich muss ja mit irgendwem, muss ich ja noch flirten. Aber ich will natürlich nur mit Girls flirten. Und Isaac, Alter, Puschalski ist auf jeden Fall kein Girl. Ah, guck mal hier, die sieht doch ein bisschen heiß aus, oder? Hm? Vielleicht suche ich mir auch ein richtiges Girlfriend. Alter, ich habe $97! Hey, du bist mir scheißegal. Nein, okay. Wir versuchen mal, sie ist natürlich hier und spielt gerne Sportspiele, ganz klar. Danach zieht sie sich zu Hause romantische Komödien rein und entspannt dann abends noch ein bisschen beim Mädchenfußball. Drei gelbe. Alter. Okay, okay, dann vielleicht steht sie ja auf lockeres Gaming, ja, nicht so gezwungen. Eher so die Wii U-Spielerin, ja, die gemeinsam zu Hause mal auf dem... Wii Fit Board ein bisschen Training macht. Danach schaut sie natürlich extrem krasse Dokumentarfilme, so über Walfang und so ein Zeug. Und spielt natürlich gerne Volleyball. Ganz klare Sache. Oh, zwei sind richtig. Aber was? Okay, wir nehmen nochmal das hier und wir nehmen nochmal das hier. Aber dann geht sie zum Skaten. Jetzt ist nur noch... Der dann war Volleyball richtig? Mist. Und das hier und vielleicht... Vielleicht steht sie mehr so... Nee, warte mal, haben wir Romantik? Vielleicht steht sie auf Comedy. Naja, egal, aber küssen können wir bestimmt, oder? Ach ja, sexy, Alter. Da kriege ich ja direkt erstmal ein ganz starkes Rohr. So. Schöne Errungenschaft, habe ich auch freigeschaltet, schön geflirtet. Warum soll ich den PC nutzen? Bei mir zu Hause kann ich das umsonst machen. Aber ich bin halt so gestresst, ne? Mein Stresslevel ist hoch. Ich muss noch mit irgendwem ein bisschen labern. Mit Isaac will ich aber nicht labern. Isaac ist mir irgendwie... Was machen die da? Ich laber direkt mit der. Was geht hier bei dir mit Isaac, hä? Was ist mit Isaac? Hat das Küssen denn eigentlich Stress abgebaut gerade? Mallory. Ah, schön Stress sinken, Energie haben wir da noch genug. Alter, wir haben ja richtig Geld, Leute. Das finde ich geil. Guck mal, Familienbeziehung ist auf 100. So, stop it. So, 1943. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Alter, jetzt können wir endlich ein Game runterladen. Hoffentlich ist das Internet schnell genug. Kaufen.
Mutters Kohle gebe ich aus. Wir kaufen natürlich Masters of Champions, oder? Kaufen. Alle zocken. Will er mich verarschen? Das ist ja wirklich so. Oh Mann. Ja, ich habe mein Spiel gekauft, aber es dauert noch, hä? Oder? Spielen? Dunstig? Hä, aber dann kann ich mir jetzt Energy Drinks und so ein Zeug kaufen eigentlich, ne? Weil ich muss ja, wenn ich mir die, also, klar habe ich die Games jetzt selber gekauft. Oh, alle machen Herzchen, alle machen Herzchen, da muss ich auch ein Herzchen mit Spam. Der da. Da steigt so ein bisschen der Stress, ne? Aber theoretisch kann ich hier den ganzen Tag... Ach, Quatsch! Na. Ah, ey, da merkt man es noch und kriegt es trotzdem hier nicht. So, zweimal das, dann aber der hier. So, und dann hier... Was kommt da? Ach, guck mal, ich habe ja unendlich Zeit zu überlegen eigentlich. Ne? Klar, stresst mich das, wenn ich jetzt warte. Ich will das nur mal kurz demonstrieren, deswegen warte ich so lange. Ey! Spiel wurde erfolgreich runtergeladen. Aufgabe stoppen. Amy ruft an! Kauf alle Spiele, akzeptieren. Ich habe gesehen, dass du das Spiel gekauft hast. Ja, ja. Ja, Amy hat es schon runtergeladen. Perfekt, sag es dem Rest und wir sehen uns in deinem Haus, um das Goldteam zu gründen, okay? Alles klar. Boah. Oh yeah, ihr seid alle da. Uff, ihr seid aber schnell da. Seid ihr, wohnt ihr alle um die Ecke oder was? Und was jetzt? Gehen wir was essen? Aber das Team steht doch noch nicht mal, Mark. Wir bilden das Team und melden uns für ein Goldturnier an. Los, komm schon. Perfekt, zuerst müssen wir uns einen Namen und ein Logo für das Team ausdenken. Muss ich da jetzt draufklicken, oder was? Teamerstellung. Klicke auf das Team-Label. Teamerstellung. Klicke auf Neues Team erstellen. Neues Team. Masters of Champions. Team, die Kreisler. Alles klar, ich fahre einen braune Kreisler. Das war ein Opel. Das war eine braune Kreisler. Ein Opel war das. Was nehmen wir hier für ein Logo, ey? Team Blitz. Hier, guck mal, Alter. Oder die Schlange, Alter. Die Green Cobras. Alles klar, guck mal, Alter. Die Kreisler mit der grünen Kobra. Neu. Alles klar, Mike, Kreis ist ganz unten. Ich hatte nicht viel Zeit zu trainieren. Ich gehe halt in die Schule, ihr Penner, ey. Ihr Nerds, den ganzen Tag am Zocken, ey. Schließt den PC. Okay, hier habe ich ein Level-Up. Akari-Poster, sehr gut. Machen wir mal hier ein Face-Dialog. Okay, perfekt. Jetzt können wir uns mit dem Selbstvertrauen für das Turnier anmelden. Nice. Hey, verlass uns nicht für ein anderes Team, Kreis. Kreis würde sowas nicht tun, hab ich recht? Wir werden sehen. Ich mag deinen Blick nicht. Nein, ich bleibe strong. No, 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 no. Wie so ein echter Schwarzer, ne? Also wie so eine schwarze Mom. Ihr werdet immer mein Team sein. Ich werde euch nie verlassen, Alter. Wenn ich einen richtigen Major-Vertrag kriege, tut mir leid, Leute, aber ich muss Cash machen. Okay, wir sehen uns online. Ab jetzt wirst du Aufgaben und Herausforderungen auf deinem Handy finden. Hä? Hab ich das schon vorher? Kauf jegliches Computerteil. Ja klar, spiel Online-Turniere. Spiele, bis du das Gold-Level erreichst. Alter, Sozialleben. Naja, ne? Aber jetzt können wir bald mal wieder ins Kino gehen und so. Nice, jetzt wird schon alles ein bisschen entspannter. Mein Fokus ist auch schon wieder ein bisschen höher. Familienbeziehung ist immer noch auf 100. Vielleicht kann ich ja mal kurz so ein bisschen... Wozu ist das hier? Leech of Gold, das Logo. Geht da am PC oder was? Ah, er setzt sich sogar ein Headset auf und so. Ist ja nicht schlecht, ne? Masters of Champions üben.
Ich finde bei diesem Üben, ne, da hätte man sich... Ich finde dieses Kartenspiel an sich, finde ich gar nicht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne, ich stehe generell so auf Trading-Card-Zeug und sowas. Aber, ich muss halt sagen, dass diese Trainingseinheiten hier mit diesen simplen Minispielen, dann hätten sie es auch lassen können. Ja, mit diesem hier so leicht so rumgeklicke und bla bla bla. Warum ist eigentlich mein Masters of Champions Beherrschung so niedrig? Okay, akzeptieren. Nice, aber Intelligenz ist gestiegen. Zum Stress abbauen. Okay, es ist aber auch mitten in der Nacht, ne? Intelligenz-Extra-Karte. Enthülle einen beliebigen Feind. Glückliches Dings, okay. Nehmen wir noch die Extra-Karte oder mehr Siegespunkte? Ich glaube, mehr Siegespunkte ist eigentlich ganz geil im Moment. Energy Stress, es ist 20.04 Uhr. Müll rausbringen kann ich erst ab 21 Uhr und ich bin auch sowieso noch sehr gestresst, also gehen wir noch mal in den Burgerladen. Jetzt können wir auch bald Sachen im Einkaufszentrum und so kaufen. Nice. Cool. Ich hätte früher an der Familienbeziehung arbeiten müssen. Jetzt war ich einen Tag nicht in der Schule, ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Ich werde, denke ich, jetzt dann gleich hier noch ein bisschen Stress abbauen. Oh, hey. Jana. Ey, ey, was laberst du da mit Jana? Hau ab hier. Ich laber mit ihr. Ein bisschen Stress abbauen. Level up. Kann ich jetzt gerade nicht reinschauen. Und was hast du so gemacht hier? Naja, ich stehe vor dem Burgerladen und ich esse den ganzen Tag. Du isst den ganzen Tag, aber wird man da nicht dick? Nö, nö, ich habe gute Gene. Also ich zock viel am Computer und das hält in der Regel generell schlank. Das weiß ja jeder. Ja, stimmt, das kann ich nur bestätigen. Ja, das ist so. Pro-Gamer sind grundsätzlich völlig durchgestresste, kranke Menschen. So, jetzt haben wir ein bisschen Stress abgebaut. So, jetzt können wir mal hier schauen, was es hier so gibt. Oh, eine Lavalampe. Wer will keine Lavalampe? Ist Lavalampe so ein Gamer-Artikel, ja? Ist das so? So, jetzt können wir in mein Haus gehen. Das ist das Haus meiner Eltern. So, was kann ich hier noch machen? Kann ich Familienbeziehung noch höher machen als 100? Guck mal, nächster Testerfolg, 44%. Ich meine, ist doch nicht schlecht. Guck mal, Alter, wie soll man das machen? Naja, ein Volltreffer. Sehr gut. Familie, Power, schlafen. So. Oh, gestresster Tag, Leute. Das war ein gestresster Tag. Erfolg wahrscheinlich plus 0%. Achso, okay, naja. Oh, es ist nice, ey. Ordentlich ausgepennt und es ist erst... Sag, guck mal, Alter, ich kann ja voll um 11 Uhr ins Bett gehen erst oder so. Der Junge braucht nicht viel Schlaf, ne? Das ist natürlich... Der Junge ist geschmeidig. So, jetzt könnte ich vor der Schule natürlich noch ein bisschen zocken. Dekorationen ändern kann ich eh noch nicht. Na komm, räumen wir mal kurz das Zimmer ein bisschen auf. Meistens hier nur zwei Teile. Dann bleibt meine Family-Beziehung wenigstens weit oben. Dim, 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 dim. Computer, wir könnten ein bisschen spielen. Üben. Wir müssen es super krass beherrschen. Und was hat denn die Beherrschung, auf was hat die Einfluss? Auf was für Karten ich dann ziehe, oder wie? Oh, ey, morgens stresst das schon ganz schön, ne? Aber ich wollte ein bisschen die Zeit rumkriegen. Naja, dann gehen wir gleich ins Internetcafé und saugen uns da mal eine Limo oder so. Mal schauen, was da so zu trinken gibt. Ach, Quatsch. So, Aufgabe stoppen. Es ist 9 Uhr, Koordination, Alter. Nice. Zieht euch das mal rein, Leute. Ein Koordinationspunkt. Fähigkeit, Feinde auszulöschen. Fähigkeit, zuerst anzugreifen. Was können wir denn hier noch machen? Sprint. Erhöhe die Reflexe des gesamten Teams. Reaktionsschüsse sind präziser. Versteckt. Der ausgewählte Partner wird nicht angreifen und wird unauffindbar sein. Okay. Für sehr defensiv. Der ausgewählte Partner hat Eigenschaften für jeden in der vorigen Runde getöteten. Oh Mann, Alter.
Taktik Überfall. Erhöhe den Angriff des gesamten Teams und verringere seine Abwehr. Das ist sehr offensiv. Dann Support. Erhöhe die Abwehr des Support-Partners. Das bin ich. Sehr schöne Karte. Meine erste Karte gekauft. Und hier Kommunikation habe ich auch noch. Verteidigung. Gibt es hier noch Karten, die ich gerade kaufen kann? Ne, Karte kann ich nicht kaufen bei Verteidigung. Dann gehe ich mal auf. Nur entlarvte Feinde können angegriffen werden. Okay, dann entlarven wir mal Feinde. So. Ist doch super. Kauf eine Karte, akzeptieren. Sehr schön. Haben wir doch alles gemacht. So, wie kriege ich jetzt den Stress runter? Stress runter muss ich entweder Kinofilm gucken, aber ich habe, glaube ich, kein Geld. Also jetzt gerade nicht so viel Geld. Dann gehe ich in die Highschool und dann, bin mega gestresst. Ich muss ja. Ich glaube, ich gehe in die E-Sports Bar und hole mir ein Getränk oder laber mit Leuten. Hallo, Schatz! Ich wollte nur sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Du hilfst im Haufen wirklich gut mit. Danke, Mama. Kommt das jetzt jeden Tag und du machst es sehr gut. Wenn du so weitermachst, kannst du jederzeit nach Geld fragen. Okay, deshalb erledige ich so viele Arbeiten. Nein, nur um dir zu helfen. Mama, na klar. Nein. Weiter so. Kein Problem, Mama. Knutscher. Bis bald. Na, von einem Knutscher kann ich mir nicht viel kaufen, Mama. Boah, guck mal, wie viel Money, Alter. $97. Eigentlich können wir ins Kino gehen, oder? Let's go. Ich hab richtig Bock. Wo war denn das Kino? Im Einkaufszentrum, ne? Wir gehen jetzt ins Kino und bauen ordentlich Stress ab. Vielleicht onanieren wir hinter den Sitz. Das ist ein bisschen eklig. Das macht man nicht, Leute. Also im Kino onanieren, das ist nur was, was man in Videospielen ausleben darf. Kino. Tickets, Big Kill. Ich will aber nicht alleine gehen. Sollen wir Mike anrufen? Oder... Oh, guck mal, Gabriela. Wir können auch Gabriela anrufen. Alter, war das die Heiße hier? Die rufen wir an. Willst du dich treffen? Ich bin bei Einkaufszentrum. Ich bin bei Einkaufszentrum. Ja, ich komme sofort. Hä? Wieso sag ich das? Was? Was? Guck, da ist sie ja. Komm mit mir. Kommt ihr jetzt mit, egal wo ich hingehe? Naja, komm, wir kaufen, wir gehen in Akari. 20 Euro. Ist sie jetzt dabei? Kann ich die Kamera drehen? Doch, sie sitzt da, ne? So, der Film ist beendet. Sehr schön. Das war nice. Ja, ich glaube, Zaria ist jetzt mein Girlfriend. Hey, was laberst du da mit dem? Ah, kleines Küsschen. Oh, das baut richtig Stress ab. Nice, rumknutschen. Geil. Also, wenn was ist, rufe ich dich an. Du rufst mich immer nur zum Knutschen an. Gehen wir mal in die Highschool. Ah, wir müssen im Laden auch nochmal einkaufen. Obwohl, ich glaube, die Quest habe ich schon fertig gemacht, oder? Ah, aber jetzt nimmt das Spiel natürlich so ein bisschen Fahrt an. Kommst du mit lernen? Nein, hör auf, mir zu folgen. Küssen 6 Sekunden. Ich kann sie 6 Sekunden küssen. So. Alles klar, das ist gar nicht so schwer, das Spiel. Das ist gar nicht so schwer. Am Anfang habe ich es nicht gecheckt, ey. So, bevor meine ganze Energie weg ist. Wieso geht Küssen nur noch 2 Sekunden? Naja, okay. Aber du brauchst mir jetzt nicht mehr folgen. Du kannst jetzt dann... Ist gut, latsch mir nicht immer nach.
Wir könnten mal ins Lebensmittelgeschäft gehen. Und da können wir uns ein paar Aufputschmittel kaufen. Und dann würde ich sagen, ist die Episode für heute vorbei. Dann müssen wir versuchen, für Malatute natürlich der Allergrößte zu werden. Obwohl, ich schaue nochmal zu Hause, ob ich mich dann auch für so ein Online-Turnier da jetzt dann anmelden kann oder nicht. So, wo ist er denn hier, der feine Herr? So, was hast du denn im Angebot? Boah, der kostet aber $30, ne? Das ist viel Geld. Aber guck mal, alter, Orange Pop. Kostet aber $40. Ich glaube, ich nehme eins davon mit. Jetzt habe ich noch $62. Boah, der gibt richtig Energie, ne? 60 ist schon nicht schlecht. Aber wir können auch einfach ins Bett gehen. Ach, einfach nur nice to have. Nice to have. Ich krieg ja wieder Geld von Mutter. Ich bekomme ja wieder Geld. Guck mal, Alter, das ist geil. Das Bild ist geil hier hinten. Was habe ich denn so für Missionen? Seht ihr noch, da muss ich mir noch einen Film ansehen. Befreunde dich mit 50 Leuten, das kriege ich auch noch hin. Kauf jegliches Computerteil, das wird lange dauern. Spiel Online-Turniere. Erfahrung verbessern. Mach ein komplettes Kartendeck. Oh Mann, okay. Mein Haus. Gehen wir mal nach Hause. Was haben wir denn jetzt für eine Tageszeit? Irgendwie am Nachmittag oder so, ne? Obwohl. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ich leg mich mal hin, so 2 Stunden, 3. Kann ja nicht schaden. So, 1, 2, 3. Es muss reichen. Kleines Powernapping gemacht. Kaufen kann ich eh nichts. Spielen wir mal eine Runde. Aber wie kann ich denn? Turniere, das YouTubers Live Super Gaming Dings. Was kann man da? Sind das 510 Gewinn? Oder 510, die ich bezahlen muss? Verfügbarer Platz, melde dich jetzt an. Ach, das ist Modern Warfighter. Guck dir das an, ey. Haben wir noch gar nicht gespielt. Habe ich auch nicht. Ich habe kein Team. Masters of Champions. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Dann melden wir uns fein an. Ich werde an dieser Stelle speichern. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Miterleben, Mitmachen und Tipps geben ist natürlich immer gut. Nur so können wir ein reicher, super krasser Mega-Gamer werden und die großen, dicken Gewinne abzwacken. Das ist jetzt mein nächstes Ziel. Goldturniere gewinnen, dort richtig Asche machen. Dann kaufen wir einen richtig geilen Computer und dann werden wir richtig cool, weil dann kommt Mantapute und wird uns trainieren. Der große Mantapute, wer kennt ihn nicht? So, vielen Dank dafür. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Reingehauen. Ciao.